Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich wollte ich eine Aufnahmepause machen, Videos schneiden, rendern lassen, irgendwelche Serien gucken und so weiter, das Wetter genießen. Und dann kam mir dieser Gedanke, ich will wissen, wie es bei Witcher 3 weitergeht. Deswegen spielen wir hier und nehmen auf und ich bin mal in die Aufnahme eingestiegen, weil wir haben dieses Lager hier von Hurensohn zwar leergeräumt und ihn da oben tot zwischen seinen toten Huren liegen lassen, aber ich habe gedacht, nicht, dass dann irgendwas passiert und dann verpassen wir oder so und versteht ihr? Deswegen lasse ich euch teilhaben. Aber ich glaube, dieses Lager von Hurensohn hier ist weitestgehend ausgeräumt. Was wir jetzt mal noch machen, ist die anderen Ecken dieses Lagers noch erkunden. Hier hinten zum Beispiel. Nicht, dass irgendwo Loot rumsteht, den wir dann übersehen. Wie das hier, das riecht auch meilenweit gegen den Wind. Genau. Und nicht, dass da überall Alkohest und sowas drin ist, ne? Dann übersehen wir das und dann haben wir es übersehen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Okay, hier hinten ist jetzt nichts mehr. Was ist das hier? Velena Langschwert. Gut, das braucht zwar keiner, aber... Ah, einen Hintereingang gibt es also auch. Gut zu wissen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Nun denn, liebe Leute, bevor wir natürlich zu Priscilla gehen, nach Novigrad zurück, und ihr von all dem erzählen, was wir denn bezüglich Rittersporn so rausgefunden haben, werden wir uns erstmal wieder Vernon Roche zuwenden, der uns ja... Da geht's schon los. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Na bravo. Tja, ich wollte eigentlich die zu Roche. Offenfort Tretogor. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Ach meine Güte, was ist hier schon wieder los? Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Doch, das verstehe ich schon. Aber auf der anderen Seite hat er recht. Eigentlich halten wir uns aus dem Ganzen hier raus. Wir sind Geschäftsmann. So kann man den Witcher natürlich auch bezeichnen. Ich finde das Schiff gerade recht imposant, muss ich sagen. Im Vergleich zu anderen natürlich nicht, aber hier schon. Er spielt schon wieder Schach. Natürlich tut er das. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Warum sollte Philippa hier sein und wenn ja, was macht sie hier? Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen. Aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Magier wäre vielleicht besser dran, ja? Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard.
Na gut. Dann finden wir Philippa halt. Freut mich eigentlich, weil... War immer ein Fan von der. Natürlich. Okay, also hängt er vielleicht noch an ihr. Kann das sein? Kann das sein, dass er an ihr hängt? Das wäre natürlich lustig. Die meisten... Deine Waffen. Oh, vielen Dank, Mensch. Ihr seid ja aufmerksam. Ich habe noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt. Nicht der Stahl. Nicht der Stahl. Nun ja... Sprich mit den Hexenjägern vor Philippas Versteck. Ach, die haben es sogar schon gefunden, können bloß nicht rein. Wahrscheinlich haben wir da mit unserem Medaillon eine gute Chance, sie ausfindig zu machen. Gucken wir nochmal. Ach ja, die meistgesuchte Frau Daniels für Stufe 12. Das können wir auf jeden Fall machen. Gucken wir doch mal. Nein, gucken wir doch mal, wo es hinführt. Im Osten. Ach ja, das ist ja hinten bei Roche. Dann gehen wir erst zu Philippa und dann werden wir uns Roche widmen. Und dann kann man ja die paar Fragezeichen hier vielleicht noch machen. Zuerst aber, liebe Leute, brauche ich etwas zum Verkaufen. Tja, hat der Tavernenwirt viel Geld? Okay, warte mal. Ich porte mich mal kurz in eine Stadt, wo ich mein ganzes Zeug loswerden kann, beziehungsweise in einen Ort. Wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ich war, wie gesagt, kurz weg, habe mein ganzes Zeug verkauft, habe aus Versehen eine meiner Trophäen verkauft, die ich dann für teure 300 zurückverkaufen musste. Ihr könnt euch jetzt natürlich Stirnapplaus geben und sagen, warum hast du nicht einfach geladen und so, weil ich zu faul war und weil ich verdammt nochmal genug Geld habe, um zu kaufen. Deswegen habe ich gekauft, verdammt nochmal. Okay, aber jetzt reiten wir erstmal schnurstracks in Richtung Philippa Eilharts Versteck und genießen die Landschaft des Witcher 3. Wie das denn? Ganz einfach. Bei jedem Eggen tauchen Tontöpfe auf. Auch schöne, kunstvoll verzierte und so. Was sagt Adrian dazu? Er hat zwischen den Furchen Goldmünzen gepflanzt. Im Herbst sollen Ringe und Armbänder draus wachsen. Mit Sicherheit wird bei ihm Gold auf dem Feld wachsen. Nun ja, lassen wir uns nicht ablenken von solchen nichtsnutzigen Bauern, die nichts wissen und nichts von der Welt gesehen haben. Nicht so wie wir als Witcher. Wir sind gebildet. Nichts kann uns überraschen. Und es ist so schön, dieses Feature mit dem automatischen Reiten. Man kann sich die Gegend anschauen. Langsamer. Genau, langsamer. Einen Blick zurück auf Ochsenfurt werfen, welches da langsam am Horizont verschwindet. Und ich glaube, allzu weit haben wir es auch schon nicht mehr. Hütte des Kräuterkundlers. Na, was haben wir denn hier Schönes? Roach? Oha, Plätze. Such dir mal irgendwie ein Plätzchen zum Trinken. Vielleicht können wir bei dem hier was Schönes kaufen. Naja gut, ich will mal noch nicht gleich ausrauben. Das ist ja komisch, will der hier was bauen? Ach nee, der stützt den... Nee, der... Ach, der pflückt irgendwas von dem Baum. Deswegen das Gerüst, finde ich ja cool. Mahlzeit. Ey, du bist ein Zwerg, ist ja cool. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter, Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's. Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch. Einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Ein kleiner Poet. Kennst du dich mit Meisterrezepten aus? Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Gremist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Arzkellig. Dort wird der weise Meister Gremist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Nun ja, dann werde ich diesen Herrn Krähenmist mal irgendwann suchen. Lass mich mal schauen. Und vorher lässt er mich mal schauen. Okay, hat aber nichts, was mich auf Anhieb interessiert, außer 17 Buddeln Alkohest. 425, boah. Ach kommt, das ist mir wert. Auf Alkohest braucht man ja dann eh nicht mehr unbedingt achten. Moment mal, der hat ja auch einen Alchemie-Tab. Vielleicht kann der mir... Was? Bereit zur Herstellung. Fehlenden Elementen bereits hergestellt. Was? Aktive Filter. Bereit zur Herstellung. Fehlende Elemente bereits hergestellt. Okay, Wahnsinn.
kaum, dass man da durcheinander kommt, ne? Okay, der kann mir also bei nichts helfen. Das kann ich auch alles selber. Gut, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank, Kräuterkundler. Mach's mal gut, ne? Ich bin da mal weg. Ich lass dir auch dein ganzes Zeug hier, weil du bist ein friedlicher Mensch. Plötzchen. Ach, du hast auf mich gewartet. Du bist ja cool. Ja, wir müssen eh weiter. Ist überhaupt kein Thema. Moment mal, wir können hier durchreiten. Really? Na los, Roach. Weiter geht's. Und kurz speichern. Einfach zur Sicherheit. Das kann nur Unfälle passieren, Kinder. Ich glaube, wir sind fast da. Hey, Pferdchen. Was ist dein Problem gerade, hä? Los, komm. Lauf! Hier ist doch nichts. Schön, dass hier oben ist. So frei von Menschen. Ist da so völlige Wildnis. Unangetastet. Hier kann man sich richtig vorstellen, an einem schönen Tag spazieren zu gehen. Wow, das da vorne ist das schön. Oh, wie gerade? Da hinten am Horizont? Ich glaube tatsächlich, oder? Könnt ihr hinkommen, aber was ist das Haus da vorne? Na, wir werden es noch sehen. Erstmal wollen wir Philippa Eilhardt finden. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch verhält. Vielleicht habt ihr ja auf sie überhaupt keinen Bock. Fände es übrigens mal sehr interessant zu hören für Leute von euch, die auch The Witcher spielen. So bezüglich diesen ganzen kritischen Entscheidungspunkten, an die ihr euch zurückerinnern könnt aus diesem Let's Play. Wie habt ihr euch da entschieden? Was habt ihr so gemacht? Wow, das hier sieht natürlich vielversprechend aus. Okay, Plötze, du hast Feierabend für heute. Und ich komme hier nicht durch. Wunderbar. So, Dalle. Hier müssen ja irgendwelche Leute auf uns warten. Und bevor ich mich denen stelle, wird natürlich wieder gesichert. Geh sofort wieder rein! Aber Kommandant, da drin wimmelt es von Monstern und Fallen. Wir haben die Verletzten rausgeholt. Und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Das ist mir egal. Wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen. Alle und das Hexen, machen wir die auch. Einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Ich könnte eine schnelle... Shit. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich löse Probleme. Ja, ich bin Hexer, wir waren bis jetzt immer ehrlich. Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist es. Wir haben dich schon erwartet. Sieh doch, dass ich Hexer bin, verdammt nochmal. Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Schön. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Ja, gute Arbeit. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhardt hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Okay. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ach, für mich wird das kein Problem, Kinder. Hier, da machen wir erstmal eine Fackel an. Sorry, ich steck das Schwert weg. Sorry, das wollte ich nicht. Okay, sie nennen uns einen Halsabschneider. Ich bin ja mal gespannt. Wir werden einfach mal hier runtergehen.
Und dann quenne ich mich mal kurz. So. Und weiter geht's. Wow, wie sie die Höhle überhaupt gefunden haben hier. Nun denn, was haben wir denn da? Das Portal anscheinend, ne? Versiegelt. Und jetzt brauchen wir die Kachel. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ja, und diesen Mechanismus kennen wir ja schon. Wir brauchen bloß... Aha. Hier fehlt eine Kachel. Echt? Schon passiert. Jetzt fehlt sie nämlich nicht mehr. Oh, oh. Hier ist es dunkel. Brauchen wir ein Fackelchen. Alles klar, hier gibt es magische Fallen und Monster. Darauf sollten wir uns einstellen. Machen wir mal Feuer hier. Okay, sehr gut. Alles anzünden. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Allerdings, eine Eule braucht, glaube ich, so viel Platz nicht unbedingt. Aber wir zünden trotzdem weiter Lichtquellen an, denn wir brauchen es. So, was haben wir denn hier schon? Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Tja, wer hätte das gedacht? Dieser Stein hat wahrscheinlich was damit zu tun, ob ich da durchgehen soll. Ich glaube, wir gehen erstmal hinten durch diese Tür und gucken, was da noch war. Bevor irgendwelche Unfälle passieren hier. Oh. Oh, hier geht's lang. Ach ne, geht's nicht. Okay, hier soll man also nicht lang gehen. Vielleicht ist es nur dazu da, um zu veranschaulichen, dass hinter dem Portal eigentlich nichts ist. Und wir jetzt woanders hin teleportiert werden. Spannung, 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 Spannung. Hua! Mahlzeit? Ist irgendjemand hier? Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Ja, Hexer vertragen teleportieren nicht. Das ist auch so ein Teil der Lore. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Yes! Sonst irgendwas? Wow, die haben echt schon viele Leute hier runtergeschickt. Sie scheint mächtig gepisst zu sein, die gute Philippa. Ich hoffe, sie erkennt uns als guten alten Verbündeten wieder. Ob wir das waren? Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben. Wunderbar. Das hatte sich schon mal erledigt. Okay, da liegt schon einer tot. Bevor ich jetzt da runtergehe, möchte ich gerne hier oben noch gucken. Ich habe aber Angst, irgendwelche kleinen Nooks und Crannies zu verpassen, wisst ihr? Okay. Au. Oh, diese Treppenglitch immer. Flop. Ist übrigens sehr lustig, wie viele Leute auf YouTube schon ihre Glitch-Videos posten und was die alles für Glitches gefunden haben. Ich bin immer froh, dass ich von sowas meistens weitgehend verschont bleibe. Okay. Ihr seht, wir sind eindeutig an dem Punkt, an dem wir mit so einfachen Gegnern recht gut fertig werden. Ich erinnere mich an unser erstes Zusammentreffen mit einem... Verdammt, es ist nicht aktiv. Shit. Vielleicht kann ich es aktivieren. Vielleicht. Ja, an unsere erste Begegnung mit einer Gruppe von Neckern, da musste ich echt arbeiten. Also da musste ich ausweichen, sonst haben die mich in Stücke gerissen. Jetzt können die mich sogar treffen. Durchsuche Philippas Versteck, wirke Art, um den Kristall zu aktivieren. Aha. Guck mal, hier. Boah, das wird wieder funktionieren. Oh, mit Art werden wir also... Das Portal ist aktiviert. Aktiviert. Ja, Mahlzeit. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Wow, na wenn das ist, was du von deinem Leben willst. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Interessant. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem.
selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt, ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Junge! Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Ach, Junge. Oh. Ja, ganz ruhig. Ich habe eine Fackel. Nicht, dass du dich verbrennst. Gut. Ein Kistchen. Liebesbriefe. Liebesbriefe. Huch, falsch. Wo haben wir denn? Kurzer Brief. Ach, ist gar kein Questgegenstand, ne? Brief an Philippa. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und du dir ein jüngeres, hübscheres Model gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern... Dijkstra? Dieses bei allen nötigen Respekt schwerbäuchige Schwein statt meiner? Vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt oder das ist wieder so ein Spiel von dir, aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Vielleicht wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Da gibt's also einen Verehrer an Philippa und dies mit Dijkstra zusammen. Sehr interessant. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Aber was für eine Frau? Okay, Digga, komm. Keine Zeit zu verlieren. Hier gibt's noch viel zu tun. Was haben wir hier Schönes? Ah, hier ist wieder so ein Dingsbums. Hier müssen wir wahrscheinlich den Kristall einsetzen. Gut, und jetzt aktivieren. Bonks! Fantastisch. Ah ja, ich hab schon gedacht, es funktioniert diesmal nicht. Okay, weiter geht's. Schönen guten Tag. Na, kommt her. Bin einfach zu gut für euch, ihr kleinen Scheiße. Das muss ihr Labor gewesen sein. Tja, muss gewesen sein, ne? Haben wir hier noch was? Warte mal, geht's hier runter? Ich glaube, das hier wäre eine Todesfalle. Nee. Da geht's ja tatsächlich runter. Okay, das probiere ich dann gleich mal aus. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen, die uns... Oh, was haben wir hier? Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Silberbarren. Was haben wir hier? Naja, hier kommen wir quasi so einfach nicht rein. Jetzt möchte ich trotzdem noch testen, ob man hier runter kann. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Tja, das ist eine gute Frage, ne? Hier liegt auf jeden Fall auch wieder so ein Hexenjäger rum. Der Kraftspeicher. Au! Kleinen Schweinchen. Ah. Der hat quasi gefehlt. Das hätten wir wahrscheinlich gesehen, wenn wir geradeaus weitergegangen wären. Aber gut, so sind wir dem Spiel zuvor gekommen. Finde ich eigentlich auch nicht mies. Da wird man gleich belohnt, wenn man einfach richtig erkundet. Schade, dass man diese... Ah doch, ich wollte gerade sagen. Nee, leider nicht. Aber er soll im Dunkeln ruhen. Alles andere ist nicht angenehm. Bei Licht schläft sich's auch nicht gut. So, Dalle. Da vorne ist der nächste Eingang anscheinend. Ah, er ist sogar ein Stückchen weiter weg noch. Feuer. Wir machen hier überall Licht. Wir wollen uns ja auch wieder rausfinden später. Da, wo Licht ist, waren wir schon mal. Oh, machen wir rein. Was machst du da, Geralt? Womp. Hier geht's doch auch schon wieder runter, oder? Wir versuchen es mal lieber nicht. Okay, weiter des Weges.
Das muss die unterste Ebene sein. Wow. Schön hier. Hallöchen, wer bist du? Dass die alle nichts dabei hatten, oder sind die schon geplündert worden? Von ihr vielleicht? Kisten. Oh, yay. Ausrüstungsreparatursets haben wir zwar genug, aber man kann nie genug haben eigentlich. So, was ist denn hier alles so Schönes? Ach, guck einer an. Look, looky, 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 looky. Wo führst du dich? Wo führst du jetzt hin? Oh, das ist bestimmt ein Portalpuzzle hier. Ah, wir sind wieder am Anfang, Kinder. Das ist der Ausgang. Dann gehen wir natürlich wieder zurück. Wunderbar, das ist schön, dass wir das gleich rausgefunden haben. Damit ich nicht unnötigerweise dann irgendwann denselben Weg zurückgehe. Warte mal, Licht. Oh man, wird das schon wieder ein überlanger Part? I don't know. Aha, was haben wir für eine Hose gefunden? Axtkämpfer-Handschuhe. Hm. Okay, da büßen wir unsere Glyphe und unseren kritischen Trefferchance ein. 10% kritische Trefferchance. Dafür halt 8 Rüstung, ne? Aber... Und gut sehen sie eigentlich aus. Obwohl, so ein bisschen wie Skihandschuhe, ne? Ohne Finger und so. Nee, wir bleiben mal so. Ich würde sagen, wie gesagt, ich konzentriere mich wirklich nur auf die Hexerrüstungen. Wenn wir dann irgendwann mal der Katzenschulenrüstung noch nachgehen und dann... Finden wir ja, wie gesagt, auf Skellige gibt es dann, glaube ich, die Bärenrüstung. Das ist quasi so die schwere, beste Rüstung des Spiels. Oh. Okay, nichts zu sehen. Hier sind wir hergekommen. Dann würde ich da sagen, gehen wir einfach mal geradeaus weiter. Mei, oh mei, oh mei, warum sind die denn alle verbrannt? War das wirklich Philippa oder ist hier vielleicht doch noch irgendwas anderes? Das gilt es rauszufinden. Oh ja. Ifrit. Was sollten wir mit dem machen? Was sollten wir mit dem machen? Ich glaube, Igni ist vielleicht ganz gut. Moment. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Muss ja so sein, ne? Muss ja so sein. Dann komm mal in den Schein meines Feuers, Ifrit. Holy fuck. Dann komm mal her. Oh, wir kriegen echt Feuerschaden, wenn wir an den Brand stellen. Nein! Ich trottel. Holy shit. Okay, fantastic. Krass. Pulverisierendes Monstergewebe, Golemherz. Großer Darsborg Runenstein, das ist natürlich geil. Den können wir gleich mal irgendwo einsetzen. Runen wird dann frei. 5% Chance auf Verbrennung. Oh. Gar keinen freien Runenplatz mehr. Naja. Was soll's. Und was ich jetzt mal mache, einfach um meine Tränke aufzufüllen. Mal 2 Stündchen meditieren. So. Erholen können wir uns ja nicht. Spielen hier auf schwer. Damit auch der lange nicht mehr gezeigte Beweis, dass es tatsächlich noch so ist. Wir werden halt einfach nur besser. Okay, Fried, Ruhe in Frieden. Bist ein Cooler. Was sind das hier für ekelhaft grausame Geräusche? Naja, was soll's. Hier ist irgendwo unser Püppchen. Lass mal suchen. Oh, ist kaputt. Kann man nicht mehr anzünden. Schade. Ist hier noch eins? Nee. Okay, dann geht's jetzt endgültig los. Philippa? Oh Mann, was höre ich da für ein Stöhnen? Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Tja, allerdings. Und jetzt geht's, glaube ich, ans Beweise suchen, denn die Frau scheint nicht hier zu sein. Ach, warte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Hm. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Philippa hat hier operiert, aber was hat sie operiert? Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Shit. Wir brauchen aber noch was. Irgendwas Handfestes. Was sie überführt! Auf frischer Tat ertappt! Oh, hier zum Beispiel? Was ist das? Ein Megaskop.
versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ja, vielleicht. Aber wo? Den hat es dann hier bestimmt mitten in den Raum geschleudert, in diese ganzen Trümmer. Und wahrscheinlich ist dann Ifrit entstanden, oder? Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. What? Sprich mit Triss über den Kristall aus Philippas Megaskop. Okay, das soll es jetzt hier gewesen sein? Ja, oder? Okay. Ach, wisst ihr, was mir gerade so geil gefällt? Dass man hier selbst von der Hauptquest in solche Nebenquests geleitet wird, wisst ihr? Und dass das alles immer wieder zusammenhängt, dass das nie so völlig disconnected von den ganzen Charakteren und von den ganzen Geschehnissen, sondern dass jetzt wir wiederum mit Triss reden müssen. Wir können auch mit Radovid sprechen, was wir rausgefunden haben. Wahrscheinlich nur, wenn wir mit Triss sprechen, werden wir aber rausfinden, wo sich Philippa tatsächlich aufhält und so weiter und so fort. Das gefällt mir alles richtig geil. Alles verschlingt sich und bringt einen immer wieder vom Weg ab. Das ist ganz großes Kino, liebe Leute. Eigentlich so nach einer Zeit jetzt langsam verliert man auch so ein bisschen diese Angst davor, dass dieses Spiel irgendwann endet, auch wenn es das natürlich tut, weil man einfach immer wieder überrascht wird, wie viel Content hier noch ist und wie viel Content hier noch kommt. Und ich weiß genau, dass hier noch viel Content kommt, denn ehe wir auf Skellige sind. Und Skellige ist ja fast nochmal so ein großes Gebiet wie hier Velen. Also Leute, bis wir hier mal irgendwann fertig sind, leck mich am Arsch. Den Pilz nehmen wir noch mit. Und dann, na gut, dann machen wir uns halt auf zu Triss, oder?